Ich habe einfach mal spontan jetzt meinen BMW in YouTube eingegeben und einfach mal Stage 3 dahinter geschrieben, ob es das Ganze schon gibt, ob das jemand macht. Ich habe es auf jeden Fall schon mal in eBay gesehen, weil einer verkauft seinen 1,40, der hat auch einen Upgrade-Lader drin und so, fährt glaube ich 600 PS oder so. Feier ich, also finde ich übertrieben krass. Ja, wie gesagt, also hier Underground Exhaust 1,40 Stage 3 Klappenauspuff. Das Video ist interessant, ist echt geil, also der Sound ist brutal. Mich hätte halt interessiert, ob da ein Upgrade-Lader drin ist, was für eine Software drauf ist, wie viel PS der fährt, was macht der 100, 200. Hätte mich interessiert, habe ich auch kommentiert, mal schauen, ob die drauf antworten. Wie gesagt, ansonsten habe ich noch geschrieben, ja, ob sie mal messen könnten, wie viel Dezibel das sind, wenn die Klappe offen ist. Ist auch immer interessant eigentlich. Und ja, ich laber jetzt nicht weiter drum rum. Wir gönnen uns mal den Sound jetzt. Also hier der 1,40 in weiß, das Kennzeichen natürlich ja, unkenntlich gemacht. Klappe ich jetzt zu. Hört sich gut an. Hört sich eigentlich erlaubt an. Ist so im erlaubten Bereich, so 80 bis 85 Dezibel, denke ich. Das kommt schon hin. Also jetzt Klappe auf, das hört man direkt. Also man merkt den Unterschied auf jeden Fall gut, den Kontrast. Mit Klappe auf knallt er natürlich gut, liegt aber auch an der Schubabschaltung. Also, nices Video eigentlich. Auf jeden Fall zu kurz, zu wenig Informationen zum Fahrzeug, aber geil. Ja gut, auf der Webseite könnte man eigentlich mal vorbeischauen. Underground Exhaust, okay. Von wo sind denn die? Aha, okay, 33428. So, gehen wir mal kurz hier auf Klappenauspuff. Okay, also hier steht auf jeden Fall, im geschlossenen Zustand werden die originalen Dezibel Werte eingehalten. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das ist auch ein Muss. Aha, hier, guck mal. Andere Fahrzeuge auf Anfrage. Gehen wir mal kurz zum BMW. Hier, M140. Also Stage 1 350, Stage 2 350, 3 und 3 plus. Ja, 600 €. Finde auf jeden Fall gut, dass sie die Preise direkt online stellen, da muss man nicht unnötig eine E-Mail schreiben. So, keine Kartenzahlung möglich. Also, wie gesagt, Sound feiere ich auf jeden Fall, die machen da eine gute Arbeit. Zumindest hier in den Videos auf YouTube. Aber in echt wird sich das auf jeden Fall mindestens genauso geil anhören. In diesem Sinne, Freunde.